Tesla, aber vor allem Nvidia treiben die gestrige Rallye. Nvidia hat gestern 80 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist in etwa mehr als das Siebenfache des erwarteten Umsatzes in einem Quartal. Umsatz, nicht Gewinn. Das heißt, wir sehen, hier ist praktisch diese Echo-Blase, die Echo-KI-Blase wieder ein bisschen aufgepoppt, weil man sich sagt, Mensch, das wird doch ganz toll. Und dieser Markt braucht diese KI-Blase, sonst hat er ein Riesenproblem. Denn wir sehen massive Probleme bei Banken, weil die Renditen steigen. Wir sehen, dass S&P jetzt weitere Banken abschuf. Charles Schwab großflächig Mitarbeiter entlässt. Da brennt die Hütte und das ist ein ziemlich gefährliches Szenario. Kurzfristig kann diese Rallye weitergehen, die aus einem völlig überverkauften Zustand heraus entstanden ist. Aber mittelfristig könnte das eine ganz, ganz schwierige Geschichte werden. Warum, will ich gleich mal zeigen. Schauen wir uns zunächst mal hier die Heatmap an. Also das, was gestern passiert ist. Nvidia über 8%. Wir sehen eine Tesla über 7%. Eine Microsoft 1,7%. Eine Apple relativ schwach für den gestrigen Tech-Tag bei 0,77%. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet hat. Der S&P 500 etwa 0,7% gestiegen davon, oder dieser Anstieg zu 34% ausgelöst durch Nvidia, zu 19% durch Tesla. Insgesamt haben die großen 7, die Magnificent 7, 94% des Anstieges gemacht, die anderen 493 Aktien lediglich 6%. Also Nvidia ist sozusagen für den Markt jetzt systemisch relevant. Dass die Earnings von Nvidia haben jetzt fast die Bedeutung wie die US-Arbeitsmarktdaten oder die Inflationsdaten, wie Jim Bianco hier schreibt, der hier auch rechts nochmal klar gezeigt hat, dass sozusagen Nvidia und diese KI-Euphorie den Unterschied gemacht hat, warum die US-Märkte besser performen konnten als alle anderen. Wir sehen hier diese Abstufung, diese Kursziel. Drei Banken haben gestern ihr Kursziel angehoben. HSBC auf den höchsten Stand. Jene Bank, die jetzt meinte, Nvidia steigt auf 780, hatte bis Anfang des Jahres noch ein Verkaufsrating mit Ziel 136. Das wären 80% auf der Oberseite. Aber UBS sagt also, wir sehen weiter Outflows in Megacap-Tech. Also praktisch außer Nvidia und Microsoft wird aus den großen Tech-Aktien Geld rausgezogen, so sagt man. Positioning is max long through the desk. Ja, und man sieht also sehr, sehr starke Long-Positionierung, die schon der Fall ist. Deswegen ziehen die Leute ein bisschen raus, nehmen ein paar Chips vom Tisch, denn das ist natürlich ein absolutes Event-Risiko in beide Richtungen mit Nvidia jetzt am morgigen Mittwoch. Und zwischenzeitlich sah es so aus, gestern da auch der Titel meines Marktgeflüsters, dass die steigenden Renditen diese Nasdaq-Rallye ausbremsen würden. Das passierte auch, aber und dann hat sich das komplett entkoppelt, wie wir hier sehen. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite invertiert im linken Chart, ging nach unten. Also die Anleiherendite ist gefallen und dann der Nasdaq auch mit nach unten gegangen, hat das dann mitgenommen, aber sich dann im Verlauf des späteren Handelstages komplett abgekoppelt. Die aktuelle Rendite der 10-jährigen bei 4,341, höchster Stand seit 2007. Wenn wir nochmal auf die Aktienmärkte kommen, sehen wir hier S&P 07, Dow sogar leicht im Minus. Aber Nasdaq 100 1,65% im Plus bei übrigens sehr dünnem Volumen. Hier oben sehen wir mal das Volumen im SPY. Gestern 68 Millionen Kontrakte. Das war in den beiden Vortagen jeweils über 90 Millionen. Also ziemlich miserables Volumen. Aber sei es drum, wir sehen 295 Aktien sind gestiegen. 205 sind gefallen. Das ist jetzt auch nicht so eine super tolle Bilanz. Aber gestern war die größte Outperformance von Growth gegenüber Value seit März 2023. März war Bankencrisis, we remember that. Unten sehen wir mal den Tagesverlauf. Da ging es dann zwischenzeitlich nach dem ersten Anstieg nach unten wegen den Renditen. Dann hat man sich gesagt, egal, und dass es nach oben ging, hat viel mit Short-Eindeckungen zu tun, mit einem bärischen Sentiment hier rechts oben, hat praktisch auch damit zu tun, dass nur 14% etwa
Der S&P 500 Aktien über dem 250-Tages-Durchschnitt waren. Wir waren also überverkauft. Wir haben unglaublich viele Puts. Wir haben eine bärische Stimmung. Da kommt dann eins zum anderen. Hier sehen wir, wie wir dann auch von einer wichtigen Unterstützungsmarke nach oben gebounced sind. Aus diesem überverkauften Zustand heraus. Aber wir sehen auf Stundenbasis beim S&P 500, dass wir jetzt schon mit diesem Anstieg, der beim S&P ja nur 0,7% betragen hat, fast schon wieder überkauft sind auf Stundenbasis. Und hier sehen wir das Problem, das übergeordnete Problem für die Märkte. Und da sollte man sich ja von der gestrigen späteren Rallye nicht täuschen lassen. Das ist ein Problem, das bleibt ein Problem, es sei denn, die Renditen kommen deutlich nach unten. Hier sehen wir diese Sprünge bei den Anleiherenditen, die weltweit passieren. Selbst die japanische steigt jetzt relativ deutlich. In den letzten zwei Wochen hat sich da eine Verschiebung oder hat eine Verschiebung stattgefunden, weil man sagt, naja, die Chancen auf eine Rezession sinken. Aber vor allem dieses massive Angebot an Staatsanleihen, das ist das große Problem. Es kommt zu viel Angebot am Markt. Das brauchte Käufer. Jetzt haben wir die nächsten 20- und 30-jährigen Anleiheemissionen, die 30-jährige sogar TIPS, also eine inflationsgeschützte Anleihe, bei den TIPS erstmals bei der 10-jährigen über 2%. Es geht also nicht nur um Inflation, sondern es geht eben auch um Angebot, um zu viel Angebot an Schulden und was diese Renditen machen. Hier sehen wir mal, wir sind aus einem säkularen Abwärtstrend oben nach oben ausgebrochen und ich glaube auch, dass wir aus einem säkular deflationären Trend ausgebrochen sind. Deflation hatten wir wegen Globalisierung. In China waren die Leute jahrelang bereit, für deutlich geringere Löhne zu arbeiten. Also hat man vieles da ins Ausland verlagert, hatte dann die Produkte wiederum billig kaufen können. Das ist weitgehend vorbei. Wir haben Arbeitskräftemangel, wir haben ein Demografiethema, das ist das Allerwichtigste. Dann haben wir diese Greenflation, die Abkehr von den fossilen Energieträgern, die unglaublich viel kostet und relativ wenig effektiv ist. Und wir haben eben auch weitgehend eine Entkoppelung des Westens mit China. Auch das wird ein Riesenproblem. Und das riesige Problem, das haben jetzt schon wieder Banken, denn diese steigenden Renditen, die waren es ja, die Bankenkrise im März ausgelöst hatte. Jetzt sehen wir, dass S&P Moody's folgt, mehrere Banken abgestuft hat. Und hier sehen wir etwa mal eine Charles Schwab. Wo ist das Problem? Charles Schwab ist ein riesen Dickfisch. Das ist nicht nur eine Bank, sondern auch ein fetter Broker, über den viele Amerikaner handeln. Viele, viele Millionen Konten hängen da dran. Man hatte 350 Milliarden Total Assets, aber man hatte praktisch 130% des Equity Capitals, was man hat. Das sind Kredite, die von der FHLB, das ist praktisch so eine Art Bank für Banken, wenn man so will, neben diesen Tools von der Fed, so das Window of Last Resort, also praktisch das Discount Window der Fed und FHLB, das sind die Auffangstationen für Banken, die unbedingt Geld brauchen, aber es vielleicht sonst nicht mehr kriegen. Jedenfalls schuldet man da mehr, als man selber an Kapital hat. Jetzt an kurzfristigen Krediten, die man von der FHLB bekommen hat, jetzt sagt man, okay, wir werden jetzt Mitarbeiter entlassen und Filialen schließen. Jetzt schauen Sie sich das mal an, das ist die Citigroup, die jetzt praktisch auf dem Tief im März handelt. Was ist da los, könnte man sich sagen, könnte man sich fragen. Im März hatten wir wirklich Bankenpanik gehabt. Jetzt ist die Aktie wieder da, wo sie vorher gewesen ist im März, also auf Panikniveau, wenn man so will. Und hier sehen wir mal auch natürlich das, was noch mit dran hängt, das ist der US-Hausmarkt. Wir sind jetzt schon in Richtung 8% bei den 30-jährigen Mortgage Rates unterwegs, also den Hypothekenzinsen. Und jetzt kostet ein Haus 560% des Medianeinkommens eines Amerikaners. 2008 waren es noch 360%. Das heißt, die Leistbarkeit von Häusern wird immer geringer, wird immer schlechter. Das wird Konsequenzen haben, früher oder später. Manches dauert eben länger. Aber dieser Anstieg der Renditen, der hat eben durchaus seinen Grund. Erstens natürlich diese massive Emission von US-Staatsanleihen. Jetzt werden wir Streiks erleben wahrscheinlich. Die Automobilmitarbeiter oder die Arbeitnehmer bei Stellantis, bei Ford etc., die verlangen über 40% mehr Lohn bei besseren Sozialleistungen, bei besseren Rentenleistungen. Da sagen die Arbeitgeber, können wir nicht, aber vielleicht einigt man sich da so bei 20%. Also wir sehen, da ist natürlich eine ganz andere Verhandlungsmacht jetzt der Arbeitnehmer. Wir sehen, dass die Löhne steigen. Wir sehen, dass praktisch wir wahrscheinlich aufgrund der Demografie
Demografie in einer Welt leben, in der Arbeitslosigkeit gar nicht mehr das große Thema ist, sondern eher Arbeitskräftemangel. Das hält die Löhne hoch. Das führt eben dann dazu, dass wir wahrscheinlich eben jetzt aus diesen deflationären Zeiten raus sind, eben auch durch die Deglobalisierung. Und schauen wir mal auf die Fed, da sagt Jim Bianco, oder hier sehen wir eine 13% Wahrscheinlichkeit für eine September-Zinsanhebung im Vorfeld der Rede von Jerome Powell, aber eine 46%ige Wahrscheinlichkeit, dass das bis November passiert, also fast 50-50. Wir sind jetzt 37 Monate in einer Korrektur bei den Anleihenmärkten. Wenn die Anleihekurse fallen, dann steigen ja daran Daten, meine Damen und Herren, Sie wissen das. Und das wollte ich noch zeigen. Und das führt dann natürlich dazu, dass jetzt Anleihen immer attraktiver werden. Hier sehen wir mal die 10-jährige Staatsanleihenrendite gegenüber der Dividendenrendite im S&P 500. Und das Ungleichgewicht wird so groß wie seit 2007 nicht mehr. Wir sehen, dass der S&P aus seinem Aufwärtstrend rausgebrochen ist. Jetzt versucht wahrscheinlich an diesen Kanal nochmal ranzukommen durch diese Erholung, während der VIX eben auch nach oben ausgebrochen ist, aber wahrscheinlich jetzt erstmal konsolidieren muss, um diesen Ausbruch zu bestätigen. Kommen wir abschließend noch nach China. Hier sagt Simon Petschinger, China ist keine Gefahr für die Weltmacht USA. Das würde ich so nicht unterschreiben, aber 30 Jahre erlebte China ein kapitalistisches Wirtschaftswunder. Unternehmen wie Alibaba wurden sogar zur Konkurrenz für Tech-Konzerne. Doch dann wurden die Kommunisten übermütig. Sie entmachteten Unternehmer wie Jack Ma, setzten Funktionäre in die Entscheidungsgremien der Firmen. Auf einmal läuft es nicht mehr rund, die Wirtschaft steckt in der Krise. Überall das Gleiche bei Marktwirtschaft und Unternehmer schaffen Wohlstand. Und sobald die Planwirtschaftler übernehmen, geht es abwärts. Das sollte auch uns hier in Deutschland eine Mahnung sein. Da haben wir ein paar passionierte Planwirtschaftler jetzt derzeit in der Regierung. China muss jetzt eingreifen, um den Yuan zu stützen. Wir sehen hier ein krasses Fixing. Man hat Dollar-Yuan gefixt bei 7,1992. Die Erwartung war 7,31. Das sind 1400 Pips. Das sind absolute Abweichungen. Man versucht sozusagen, den Abfall des Yuan zu stoppen. In Sachen China noch die erste Artikelempfehlung, hochinteressant, die Säuberungswelle bei den atomaren Streitkräften. Was da abgeht, das passt auf keine Kuhhaut, da sterben Leute, da verschwinden Leute. Warum weiß man nicht genau, ist das die Vorbereitung für den Taiwan-Krieg oder gibt es ideologische Differenzen oder Korruption? All das ist ja in der Armee natürlich weit verbreitet. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, diese Abstufung von S&P, die jetzt Moody's folgen und mehrere Banken abgestuft haben. Warum? Weil man sagt, ja, unter anderem, weil die Anleger, die Investoren Gelder auf höher verzinste Konten umgeschichtet haben. Wir berichten ja schon seit Jahrzehnten darüber, gefühlt. Ja. Zweite Artikelempfehlung und die letzte Artikelempfehlung, Bundesbank über Immobilienpreise. Das Risiko abrupter Preiskorrekturen steigt, weil eben wir vorher auch ein Stück weit eine Blase hatten. Durch Nullzinsen sind die Vermögenspreise gestiegen. Was die Bundesbank sagt, kann für viele sehr relevant jetzt werden und sein. Deswegen die Empfehlung hier, dritte Artikelempfehlung. Ich sage Servus, ciao.